Wenn ich jemand nachhaltig von was überzeugen will, dann gibt es so ein paar Punkte, die kann man einfach beachten. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, da geht es natürlich um unser Gehirn. Also die richtigen Wege ins Gehirn sozusagen. Wir haben ja ein Stammhirn, ein Zwischenhirn und ein Großhirn. Und diese haben alle unterschiedliche Funktionen. Das Stammhirn zum Beispiel ist für unser Überleben zuständig. Also da sitzen alle unsere Urinstinkte drinnen. Sowas wie Angriff oder Flucht oder mein Hund macht es immer, ich stelle mich tot, dann sieht mich keiner. Das ist im Stammhirn. Das ist quasi die Urinstinkte, die für unser Überleben zuständig sind. Genau, also Flucht ist so der Hauptpunkt und auch eben Angriff, Verteidigung, genau. Dann gibt es noch der zweite Bereich ist das Zwischenhirn. Da ist der Sitz der Emotionen, mein Lieblingsgehirn. Liebe, Vertrauen, Angst, Hass, alles, was mit Emotionen zu tun hat. Begeisterung, Freude, das ist unser Zwischenhirn, da sitzen die Emotionen drinnen. Und dann gibt es noch das Stammhirn, das ist für die Vernunft zuständig, also das ist sozusagen Zahlen, Daten, Fakten. Und wo fällen wir Entscheidungen? Was glaubt ihr? In welchem Teil des Gehirns? Ganz klar, im Zwischenhirn. Also der Sitz, wo die Emotionen zu Hause sind, da fällen wir Entscheidungen. Gott sei Dank, weil es menschelt halt einfach. Und wir sind ja keine Roboter. Also das Zwischenhirn ist wichtig, da fällen wir Entscheidungen. Und wenn wir jetzt eben von unserem Job reden oder von Kunden reden, dann ist es natürlich wichtig, wenn ich mit jemandem spreche und auch dem zuhöre, dass ich merke, wo sind seine Emotionen zu Hause? Was bewegt ihn? Was ist ihm wichtig? Und wenn man dann auf das eingeht und ja, da wirklich interessiert dran ist, dann wird er auch ganz, ganz sicher Kunde. Logisch. Kleines Beispiel, warum man merkt, dass einfach die Emotionen der Ausschlag sind. Ich zeige euch jetzt mal zwei Sachen und ihr sagt es mir dann, oder ihr sagt es mir nicht, weil das geht ja nicht. Ihr überlegt euch mal, zu welchem dieser beiden Dinge ihr sofort euch emotional hingezogen fühlt. Also was, wofür würdet ihr euch entscheiden von diesen beiden Dingen, die ich jetzt hochhalte? Ich ganz klar für das. Also ich würde mich ganz klar für das Geld entscheiden. Es geht um die Zahl 50. Es steht bei beiden Dingen die Zahl 50 drauf. Es ist beides Papier, blöd gesagt. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen kleiner schneiden würde, hätte beides, machen wir es so, die gleiche Größe. Wo tendiere ich hin? Also ich zu dem. Warum ist es so? Weil ich bei diesem Schein sofort eine emotionale Verbindung herstelle, was ich mir da kaufen kann, was ich mir da gönnen darf. Paar Schuhe zum Beispiel. Egal was. Und wir entscheiden uns also nicht für die Fakten, sondern wir entscheiden uns für die Emotion hinter den Fakten. Also der Fakt war einfach zweimal die Zahl 50. Die Emotion dahinter hat aber entschieden, zu was ich tendiere. Zu dem Blatt Papier hast du keine Emotion. Und zu dem Geldschein hast du einfach eine Emotion. Weil du da entweder davon einkaufen gehst oder dir eine Massage gönnst oder was weiß ich. Das ist ja bei jedem anders. Aber jeder hat eine Emotion. Du musst es also schaffen, die Emotion zu transportieren und nicht die Fakten. Ist so.
Wenn ich rausfinde, wenn ich zuhöre und ich weiß dann bei meinem Gegenüber, also wenn wir jetzt wieder von Network Marketing reden, da hat man ja ganz, ganz viel mit Menschen zu tun. Das erste ist mal, dass ich immer zuhöre und auch vielleicht den Bedarf rausfinde und auch rausfinde, was ist dem denn wichtig? Also wenn es jetzt zum Beispiel eine liebe Bekannte von mir ist, die 3 kleine Kinder zu Hause hat und sie erzählt dann immer von ihren Kindern und was ihre Kinder so machen und dann weiß ich sofort, ihr ist die Familie ganz, ganz wichtig. Das ist ihre Emotion. Sie möchte vielleicht mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen oder öfter in Urlaub fahren mit ihrer Familie und oder für eine intakte Umwelt sorgen für die Kinder, damit die super aufwachsen können. Eben nachhaltig auch leben, weil ihr das wichtig ist für ihre Kinder. Also ich weiß dann sofort, wo ist der Sitz ihrer Emotion. Und das ist aber bei jedem individuell. Das ist auch ganz was Wichtiges. Also du musst also Botschaften so platzieren, damit das Gegenüber gar nicht anders kann, als zu wollen. Das Zwischenhirn kennt nur Emotionen. Schmerz und Freude, alles, was du machst aus dem Bedürfnis heraus. Das Erste, was jeder immer macht, ist zu versuchen, Schmerz zu vermeiden. Jetzt kommen wieder die ganzen Ängste ins Spiel. Ist aber auch Sitz der Emotionen, unsere Ängste. Also wenn wir jetzt vom Direktvertrieb oder vom Network-Marketing, Empfehlungsmarketing sprechen, wir haben ja ganz, ganz viele Ängste. Das ist auch normal. Jeder Mensch hat Ängste. Und jetzt ist es halt so, wir wollen nicht, dass es uns wehtut. Zum Beispiel, Beispiel von uns im Empfehlungsmarketing. Ich spreche mit Menschen und ich kriege nur Absagen. Nein, 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 nein. Was passiert? Meine Angst vor den Neins wird größer, größer, größer. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, warum versteht das denn keiner? Also man hat dann einfach dieses Gefühl der Angst und das ist ganz, ganz blöd, weil wir müssen weg von dieser Emotion rein in die positive Emotion. Also wenn du mit jemandem sprichst, dann kann dir meistens jeder ganz genau sagen, was er nicht will. Was er nicht will in seinem Leben, wo er nicht sein stehen möchte in 10 Jahren, das kann dir jeder ganz genau sagen. Aber es wird ganz, ganz schwierig, wenn du ihn fragst, was willst du denn? Also das war für mich auch ein Lernprozess vor 3, 4 Jahren, wo ich dann mal angefangen habe nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Also was will ich in meinem Leben? Was ist mir denn wichtig wirklich? Ich war wirklich so gefangen in diesem ich sage jetzt einfach mal salopp Hamsterrad, das war so normal für mich. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich da vielleicht einfach auch mehr wollen darf und dass ich es mir auch wert sein darf, mehr zu wollen tatsächlich. Was willst du denn? Das ist wirklich schwer zu beantworten. Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wie willst du denn da ankommen? Logisch. Ich arbeite ja mit Vision Boards, kurzfristige Ziele, langfristige Ziele und eben da geht es auch um die Emotionen. Ich habe da Bilder drauf, erzeugen bei mir Emotionen. Ich habe natürlich immer Bilder drauf von meiner Familie, auch von meinen Teampartnern. Alles, was mir wichtig ist, wofür mein Herz schlägt, ist in Bildern auch da drauf, weil auch Bilder natürlich Emotionen erzeugen. Und wichtig ist, dass du halt dich ständig mit diesen positiven Emotionen, dich selber köderst sozusagen auch, nicht nur dein Gegenüber, also ich mache das bei mir selber ja auch, es hilft mir einfach positiver durchs Leben zu gehen, wenn ich dann mein Vision Board anschaue oder meine 3, ich habe ein langfristiges und 2 kurzfristige, dann geht mir das Herz auf, also ich schaue das an und habe sofort positive Emotionen. Die Gefühle von meinem Zwischenhirn werden sofort angeregt, weil ich da eben drauf habe, meine Herzmenschen, die Freude, die wir haben, die Liebe, die da dahinter steckt, die Begeisterung, auch dieses Teamwork, die Leichtigkeit, das habe ich eben so auf meinem Vision Board und das unterstützt mich total. Wie stark ist eben deine eigene Emotion, dein Bild, wenn du
wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Also wenn ich ein leeres Blatt Papier anschaue, ich weiß einfach nicht, was ist meine Vision, mein Traum, dann habe ich gar keine Emotion. Deine Vision muss einfach größer sein als dieser Widerstand in dir, also deine Ängste quasi oder deine Bequemlichkeit, deine eigene. Und der Widerstand, der kommt zwischendurch immer durch. Auch bei mir, es gibt auch so Phasen natürlich, wo ich dann diese negativen Glaubenssätze wieder habe. Aber ich weiß es ja schon und ich kann dann dran arbeiten. Und wenn dein Ziel nicht groß genug ist, kommst du nicht an. Frag dich jetzt einfach, was genau willst du machen, zum Beispiel? Was genau willst du jetzt machen, um mehr Geld zu verdienen? Was genau willst du jetzt machen, damit du mehr Freizeit hast, damit du mehr Zeit hast für deine Familie? Dein Ziel muss einfach klar definiert sein. Du brauchst dein Was und dein Warum. Was willst du? Was ist dir wichtig? Wo ist deine Emotion zu Hause? Sonst kommst du selber nicht in Bewegung. Sonst passiert genau das, dass du abends nach der Arbeit heimkommst, du vielleicht noch was isst, dich duschen gehst und auf die Couch legst und dich berieseln lässt, 3 Stunden von dem Fernsehprogramm. Und da ist mir also wirklich oft auch meine Zeit zu schade, die weiß ich echt besser zu nutzen. Aber das muss man halt selbst rausfinden, was will ich? Und dass man eben in Bewegung kommt. Du musst raus aus diesem Versteckmodus, Bequemlichkeitsmodus, Fluchtmodus, einfach mal machen. In dem Moment, wo du anfängst zu gehen, gehst du los. Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Also ich bin ja bei unserem, in meiner Company, in der höchsten Zielstufe heißt es, angekommen, die es da gibt, und zwar in relativ kurzer Zeit, in 40 Abrechnungsmonaten. Aber ich habe auch angefangen. Ich bin auch mal losgelaufen mit dem ersten Schritt tatsächlich. Und das geht nicht nur steil nach oben, das kann ich euch auch sagen. Da gibt es so Abzweigungen, die man dann vielleicht mal einschlägt, wo man dann wieder zurückgeht auf seinen richtigen Weg. Und es geht auch immer so, es geht nie nur steil nach oben. Man hat auch Rückschläge, Durststrecken, man muss vielleicht mal an sich selber arbeiten, sich selber wieder motivieren. Und da sind wir wieder bei den Emotionen. Also für mich ist das der Schlüssel tatsächlich, um zu machen, um loszugehen, um zu starten, um was aus meinem Leben zu machen. Einfach weil ich weiß, für mich gibt's mehr, als dass ich in, ich keine Ahnung, 20 Jahren in Pension gehe, fast keine Pension bekomme, das eh alles irgendwie unsicher ist, ich vielleicht dann in einer kleinen Wohnung wohne mit meiner Rente. Für mich gibt's mehr, das weiß ich. Und das wird mir auch so passieren, was ich will. Das weiß ich auch. Das ist auch ganz wichtig übrigens, dass ihr an euch selber glaubt. Du bist gut, wie du bist. Und ein schöner Satz auch, erlaube dir das Chaos zu sein, das du bist. Also ich bin wirklich chaotisch, weil ich so kreativ bin. Also bei mir sprudeln die Ideen den ganzen Tag. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Ich muss mir dann auch immer alles aufschreiben, weil so viel bei mir sprudelt, dass ich das eine dann gleich wieder vergessen habe und dann nicht mehr weiß. Also ich schreibe es mir dann immer auf. Ich habe so kleine Büchlein überall rumliegen, wo ich mein Brainstorming sozusagen mache, um auch meine kreativen Ideen dann auch umsetzen zu können. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich euch eigentlich sagen wollte. Ja, keine Ahnung. Wovon willst du weg und wo willst du hin? Das muss dir einfach klar werden. Dann kommt der nächste Schritt. Du musst einfach mal loslaufen. Ach ja, genau, das war mein Thema. Ich habe auch kein Empfehlungsmarketing studiert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Ich war einfach nur begeistert oder bin begeistert von diesen sensationellen Produkten unserer Company. Und dann habe ich gemerkt, wie genial das ist, mit einem Team zu arbeiten, das aus lauter Herzmenschen besteht. Und wie genial das ist, mir meine Arbeitszeit und so weiter frei einteilen zu können. Das war dann einfach mein, das ist einfach so passiert. Aber ich habe es auch nicht gelernt. Und ich bin aber, mir ist es so wichtig, tatsächlich anderen Menschen von diesen Produkten zu erzählen, weil die bei mir so toll wirkten. Und ich habe dann einfach immer weitergemacht, auch bei Neins, weil mir das
wichtig ist. Und das müsst ihr für euch selber herausfinden. Ist es wichtig genug? Weil wenn es wichtig für dich ist, dann bleibst du auch dran. Dann überstehst du Rückschläge, dann lernst du aus deinen Fehlern. Fehler machen ist ja nicht schlimm. Ich mache auch heute noch viele Fehler. Ich habe ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, natürlich empfiehlt man ja da die Produkte. Ich wusste aber nicht so viel drüber, wie ich heute weiß. Habe natürlich viele Fehler gemacht. Ich wusste wenig über die ganze Company, über die Philosophie, die dahinter steckt. Ich konnte keine Fragen beantworten von meinem Gegenüber. Aber ich habe es gelernt durch das, dass ich einfach angefangen habe zu tun. Also Schritt für Schritt für Schritt. Und die Fehler, die mir da passiert sind, die passieren genau einmal. Und dann lernt man draus, erkundigt sich und weiß es dann. Und das weiß man dann. Aber wenn ich nicht anfange zu tun oder anderen Menschen davon zu erzählen, dann kann ich auch keine Fehler machen. Und wenn ich keine Fehler mache, kann ich auf der Couch liegen bleiben, ganz ehrlich. Also Fehler machen ist nicht schlimm. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du an dich selber glaubst und dass du weißt, du machst dein Bestmögliches. Du bist gut, so wie du bist. Ich bin gut, wie ich bin. Ich versuche mein Bestmögliches. Auch wenn ich mit jemand anderen spreche und ihm ein Produkt zum Beispiel zeige, versuche ich mein Bestmögliches. Und wenn es dann halt nicht so gut ist, dann lerne ich draus und werde nächstes Mal besser. Wichtig ist, dass ihr einfach wisst, wenn ihr was macht und ihr mögt es gern, ihr liebt es, ihr seid begeistert, dann versucht ihr doch immer euer Bestmögliches und dann könnt ihr stolz auf euch sein. Und selbst wenn ihr dann Nein kassiert, seid trotzdem stolz auf euch, weil ihr was getan habt. Also du bist in die Gänge gekommen, da kannst du stolz sein. Und ich zeige euch jetzt mal was. Könnt ihr euch auch machen. Das ist mein Nein-Schwein. Ist der nicht süß? Für jedes Nein schmeiße ich da einen Euro rein. Und wenn es voll ist, dann gönne ich mir was davon. Da kaufe ich nichts für meine Familie oder für meinen Sohn, wie so oft. Nein, da kaufe ich mir was ganz für mich alleine. Irgendwas, was ich mir sonst nicht kaufen würde vielleicht. Kann ein paar Schuhe sein, kann auch ein Produkt sein, das ich mir dann einfach gönne, wo ich sonst vielleicht sage, naja, das gönne ich mir jetzt gerade nicht. Oder ich gönne mir einen Wellness-Tag. Da mache ich was für mich. Und dann tun auch diese Neins nicht mehr so weh, wenn man jedes Mal einen Euro in das Neinschwein schmeißt. Ich finde es so witzig, Neinschwein. Genau. Wenn die Emotion, die der andere mit dem Widerstand verbindet, stärker ist, dann hast du auch einfach keine Chance, wenn wir jetzt von dem Gegenüber reden. Also der Emotionsköder ist natürlich immer das positive Gefühl. Wo will der andere hin oder was will der in seinem Leben? Zeit mit der Familie etc. etc. Und da kann ich dann ansetzen. Genau. So. 18 Minuten, ich könnte jetzt noch weiterreden, aber wir beenden jetzt mal das Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.